sind jetzt hier in Canggu, an diesem ganz berühmten Surferstrand, Bar to Ballon. Also es gibt zwei Breaks, Bar to Ballon und Old Man's. Eigentlich ist es hier total überfüllt im Wasser, aber heute sind die Wellen ganz schön durcheinander und halt nicht so gut. Deswegen ist auch gerade niemand im Wasser, was auch daran liegen könnte, dass es heiß ist wie sonst was. Wir haben auf jeden Fall noch gar nichts gefilmt in Bali. Hat eigentlich viel damit zu tun, dass wir auch noch nicht so viel erlebt haben hier. Weil ja. Wir waren jetzt bald dann fast eine Woche in Canggu. Wir haben halt gesagt, wir wollen das Surfen lernen. Und hier soll ja der perfekte Anfängerspot sein. Haben wir mal drauf gehört. Aber man merkt schon, dass es schon sehr westlich orientiert ist. Ja, es ist sehr touristisch. Aber trotzdem finden wir es total schön. Wir haben einfach noch nichts gefilmt, weil wir jeden Tag eigentlich nur sau früh aufgestanden sind, im Sonnenaufgang surfen waren, dann geschlafen, gegessen, am Strand gelegen und den Surfern zugeschaut und einfach mal so ein bisschen die Ruhe für uns genossen haben. Aber jetzt sind wir wieder zurück und wollen euch mal ein bisschen einfach hier alles zeigen. Ja, viel Spaß! Wieder am Strand und gucken den Sonnenuntergang an. Könnt ihr das mitgucken? Also woran es hier nicht knapp wird, sind Surfboards und Roller. Wie man sieht. You can help me out with the lyrics though. Buzz it along, how we do it? Alright. She's got a style that it seems to me. Gut. Der ist jetzt im Schlafen, wie ihr gesehen habt. War ein bisschen langweilig, deswegen dachte ich, also ich mache schon mal die Roomtour mit euch, weil wir haben unsere Unterkunft ja noch gar nicht gezeigt, die ist aber super schön. Also. Mikos Homestay ist unsere Unterkunft und das geht da rein. Und zuerst einmal, hier ist der Haustempel. Also die machen da auch ganz viele Zeremonien. Da gibt es Opfergaben für die Tempel und sowas, damit das ganze Haus gesegnet ist und geschützt und so. Und das ist echt voll schön eigentlich. So. Das war eine blöde Idee, die Roomtour barfuß zu machen. Es ist so heiß, der Boden. Das ist so
der Eingangsbereich in diesem wunderschönen Haus da. Wohnt hier die Familie, denen das gehört. Also das gehört alles zu denen. Und dann geht's hier so rein. Und das da hinten, das ist dann so der ganze Wohnbereich. Und das gefällt uns so gut, weil das wirklich, also ich meine, guckt euch das mal an, das ist so schön gemacht, so richtig liebevoll alles. Und so grün. Hier ist eine kleine Sitzecke mit so einem schönen Sofa und einem Ventilator. Also hier kann man ganz gemütlich ein bisschen draußen sitzen. Und dann haben wir hier die ganzen Räume. Unser kleiner Platz, wo wir immer sitzen und frühstücken. Kühlschrank, sehr praktisch. Und jetzt unser kleines Highlight, warum wir überhaupt diese Unterkunft unter anderem genommen haben. Weil wir wollten unbedingt eine kleine Küche haben, dass sie endlich wieder selber kochen können. Ja, also das war unsere Unterkunft, oder ist. Das ist ein Homestay, das ist hier in Bali ziemlich gängig eigentlich, dass man in Homestays übernachtet. Das ist meistens auch recht günstig, oder sagen wir mal, es gibt recht günstige Möglichkeiten, so wie diese hier. Wir haben das über Home Sweet Homestay gebucht. Das ist so eine Seite, die die lokalen hier, die lokalen Anbieter quasi ein bisschen unterstützt, was wir, finden wir, eine ganz gute Möglichkeit finden, um wirklich die Locals zu unterstützen. Weil hier so viele Hotels und neue Anlagen und so jeden Tag aus dem Boden gestampft werden, dass es halt auch die einheimische Struktur anscheinend zerstört. Außerdem ist es eine super Gelegenheit, mal so wirklich so ein bisschen Einblick zu bekommen in das Leben von den Locals hier. Die Frau, der das hier so gehört, die macht auch ganz viel so Zeremonien und so und hat da immer ganz viel vorbereitet und hat einem da auch ein bisschen was drüber erzählt und so. Und abgesehen davon ist sie super lieb, also es ist so schön hier zu sein, weil hier so eine schöne Atmosphäre ist. Also uns gefällt es super, es war so schön hier. Es ist noch schön, aber wir gehen ja morgen schon weiter. Also das ist wirklich echt nur eine Empfehlung. Es ist nicht so teuer, wir zahlen hier glaube ich 15, 16 Euro pro Nacht. Das mit der Küche ist halt super praktisch, weil man so auch dann selber kochen kann. Es nimmt sich eigentlich nicht wirklich was, aber man kann halt auch mal sein eigenes Obst kaufen, im Kühlschrank legen und so, und wer halt Bock hat zu kochen, kann hier kochen. Jetzt schläft Adri immer noch, mir ist immer noch langweilig. Ich glaube, ich mache einen Spaziergang zum Strand. Das ist hier unser Weg zum Strand. Eigentlich ist der Ort ganz süß, aber so spannend ist es eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns am Strand. Was mit der Belichtung? Ganz schön hell hier. Also, wir sind auf jeden Fall am Strand. Hat schon ordentliche Wellen, sind wir wahrscheinlich mit den beiden hingegangen, aber ich bin bis jetzt immer in die Richtung gelaufen. Sehr schön hier. Also zumindest sind eigentlich keine Menschen mehr am Strand. Statt 1 Million Surfshops gibt es nur noch ausgestorbene Hütten. Aber hier ist trotzdem wieder zurück. So spannend ist es dann auch nicht. Da bin ich wieder. Jetzt mal gucken, wie es unserem Donnerhäuschen geht, ne? Guck mal, wer aufgewacht ist. Und erstmal essen. Es gibt heute Nase-Champur. Wie schon des Öfteren, das ist einfach so, man hat, man kommt Reis, man kann entscheiden zwischen braunem Reis und weißem Reis. Und dann gibt es da ganz viele Sachen. Sieht, wo man so aussuchen kann, und es ist eigentlich relativ günstig.
Also, ja. Ja. Wir finden das Konzept so geil. Man sucht sich einfach ganz viele Sachen aus, die man will. Übrigens unser Stammladen hier schon fast, weil wir hier so oft waren. Es ist lecker, es ist günstig, es ist direkt gegenüber von unserer Unterkunft. Man kann nett sitzen, es gibt kein WLAN, aber dafür ist es halt auch günstig und lecker. Falls man kann sich sehr gesund machen. Und man kann sich das Essen an sich eigentlich auch sehr gesund gestalten. Hier Sprossen, schönes Gemüse und es ist eigentlich alles gegart oder gekocht und nicht frittiert. Ja. Von daher lassen wir es uns jetzt schmecken. Guten Appetit! Wir haben fertig gegessen. Es war wieder mal sehr lecker. Noch ein riesen Pluspunkt von dem Nase-Champur ist, Fritz hat man relativ viel zum Auswählen. Das ist cool, ne? Verschiedene Restaurants, immer verschiedene Sachen. Also ja. Eigentlich ist es jedes Mal anders. Also es ist jedes Mal kann man was ganz anderes kreieren und das ist schon saugeil. Ich glaube, wir haben es schon 6-mal oder 7-mal gegessen. Ja. Man kann ja einfach immer irgendwas Neues machen und damit beenden wir auch quasi unseren ersten Bali-Vlog. Wir verabschieden uns hiermit auch schon mal aus Canggu, weil wir gehen morgen weiter zum nächsten Ort. Wohin verraten wir nicht, das müsst ihr dann bis jetzt im Video angucken, um das zu sehen. Und ja, cool, dass ihr wieder bis hierhin angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, Abo, alles. Wir freuen uns da jedes Mal drüber. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal in...